Diese Islamik kann man viel einwenden, wenn man will. Gell? Sicher, kann man sagen. Aber eines nicht. Eine Religion haben die. Gell? Die haben eine Religion. Im Gegensatz zu diesen Christenmenschen. Ein Islami, Moment einmal. Gell? Der weiß, was eine Hölle ist. Der braucht nur was stibitzen. Ja? Der krampft, wenn das zack, Hand abnunter muss. Ja? Ein Islami weiß ganz genau. Er trinkt einen Alkohol, das darf er nicht. Nun, da muss er. Ja, in Ewigkeit Amen muss er da drunten sitzen an einer Bar und einen Jägermeister nach dem anderen trinken. Hey? Weil die wissen noch, was Höllenqualen sind. Hey? Aber die unseren, die wissen gar nichts mehr. Scheiße wissen die gar nichts. Null, null, null. Mein eigener Sohn weiß nicht einmal mehr, dass der Teufel Hirnl hat. Nein, das weiß er nicht. Das weiß er nicht. Dass der Teufel noch Schwefel stinkt, das weiß er nicht. Dass der Teufel einen Pferdefuß hat, das weiß er nicht. Wenn ich zu meinem Sohn hingehe und sage, jetzt kommt der Sparifankel, du Lassbub, und der holt dich, dann meint er, das ist ein japanisches Computerspiel. Nein, nein. Weit. Weit haben wir es gebracht, gell? Weit haben wir es gebracht, sehr weit. Sehr weit haben wir es gebracht. Ich frage mich nur, für was zahlen denn wir einen Religionsunterricht? Für was habe ich als Pfarrer? Für was haben wir was lernen denn die in Religion, frage ich mich. Hey, aber diese modernen Pfarrer, ich kann sie nicht mehr sehen. Hey, wenn ich schon sehe, diese modernen da, diese ganz modernen, hey, mit ihrem Friede, 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 komm in den Friede. Statt dass sie mal, statt diesem Wort zum Sonntag, einen Höllenreport bringen, hey, eine Reality-Show, wie es da drunten wirklich zugeht, dann würden ihnen nämlich die Leasingverträge zum Arsch rauspfeifen, das sage ich ja. Da. Moment einmal, warum schauen sich denn junge Leute heute Horrorvideos an? Warum schauen sie sich Horrorvideos an? Ja, warum denn? Weil diese Predigten in der Kirche heute so lahmarschig sind, dass nichts mehr los ist. Aber das kann ich Ihnen auch sagen, ich gehe jetzt dahinter. Hey? Ja, ich gehe dahinter und hol das Neue Testament hervor. Hey, das Neue Testament hole ich, ganz genau. Und dieser Mann, der es geschrieben hat, dieser Johannes, das war ein kluger Kopf. Hey, dieser Mann wusste, was er geschrieben hat. Johannes, jawohl, genau der. Hey, der hat es geschrieben, diese Apokalypse. Hey, da können Sie es nachlesen. Wort für Wort können Sie es nachlesen. Hey, Wort für Wort, was da drin steht. Einst wird kommen, das steht da drin. Einst wird kommen, der Erzengel wird kommen, mit flammendem Schwert wird er kommen, zu vertilgen das Ungeziefer. Hinweg mit dem Gesindel, hinfort mit Antichrist und diesen Autohändlern. Und das werde ich fotokopieren. Hey? Und dann schicke ich das als ein Fax an die Firma Ismayer. Das wollen wir sehen.